Ben, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, und zwar, ich habe Überraschungspost bekommen von DIY Digital Art. Ja, und zwar habe ich ja mit denen schon mal eine Kooperation gehabt. Und die haben mir ein Paket zukommen lassen. Ich weiß noch nicht, was in dem Paket ist. Wir packen das zusammen aus. Also es ist jetzt wirklich eine Überraschung. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir was ausgesucht habe. Und genau, beim nächsten Mal haben sie gesagt, soll ich mir wieder was aussuchen. Vielleicht habe ich zu lange gewartet, bis ich mir wieder was ausgesucht habe. Aber genau, und das wollte ich euch jetzt mal zeigen, was sie mir geschickt haben. Ich habe es hier noch zu. Das Paket kam aus Wallendorf, das heißt, es ist aus Deutschland verschickt worden. Die Ware wird in China produziert, kommt dann in ein Verteilerzentrum nach Deutschland und von Deutschland wird es dann an den Endkunden verschickt. Das heißt, ihr braucht darauf keinen Zoll zahlen. Das heißt, es ist eine gute Alternative, dann auch später, wenn ja alles aus den Nicht-EU-Ländern verzollt wird. Genau, ich mache das jetzt hier einmal auf. Und bin ja echt schon gespannt, was da drin ist. Ein kleines Päckchen und ein Koffer. Das kann man immer gut gebrauchen. Tüte ist leer. Also die beiden Sachen waren drin. Jetzt machen wir das erstmal auf die Seite. Schauen wir uns das mal an, was das ist. Hier steht drauf Cartoon LED Diamond Painting. Also das sieht aus wie eine Lampe. Ich meine, ich habe das auch gesehen bei der Sabrina Music Award. Die hat, glaube ich, das gleiche Überraschungspaket bekommen. Sehr interessant. Dann machen wir mal auf und gucken uns das mal genauer an. Sieht aus wie eine Lampe. Karton ist leer. Das legen wir uns mal hier vielleicht so rein. Steinchen, Toolkit. So, dann haben sie hier was reingemacht. Wahrscheinlich, damit man es rauskriegt. Ja. Ah, das sind die Lämpchen. Ich gehe davon aus, das steckt man. Also hier ist die zu Paint the Flake. Das will ich rot, dass es so separat ist, damit man. Dass dann später, dass man das in Ruhe bepainten kann und dann anschließend drauf machen kann. So ist es ja auch angegeben. Also als erstes halt die Stifte nehmen, dann das hier so bepainten. Dann das hier auf diesen Deckel draufkleben. Hier sind auch die Löcher sind hier vorgestanzt. Wir haben hier einmal eine Folie drauf. Ja, oh, klebt gut. Klebt gut. Genau, und dann macht man das hier so drauf und dann steckt man diese einzelnen Birnchen hier durch, also von oben natürlich, und dann steckt man das hier in diese Löcher rein. Ich werde es mal machen und euch dann das Endergebnis dazu zeigen. Sehr interessant, ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es leuchtet dann. Und ich weiß jetzt nicht, da müsst ihr mal nachschauen, ob es die Uhren, sag ich schon, ob es die auch in verschiedenen Varianten gibt. Also ob sie in verschiedenen Ausführungen, kann ich mir gut vorstellen. Hier hinten kommt noch eine Batterie rein. Zwei Stück, Doppel-A sind es, wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir hier ein klassisches Tooltip, ein kleines grünes Schiffchen, kleines Wachsbettchen, ein paar Zipbeutel und einmal den Pen. Und dann haben wir hier die Strasssteinchen. Beziehungsweise Special
Special-Steinchen. Ah, ja, mal einmal einen ganz dicken, der wurde separat gemacht. Der kommt sicherlich hier in die Mitte, denke ich mal. Die 11, ja. Und dann haben wir hier diese verschiedenen Steine. Schauen wir uns jetzt mal an zusammen. Einmal hier so rosane Strasssteinchen. Dann so blaue. Hier haben wir so ein bisschen irisierende. Grün irisierend. Bis hier auch in ja, pink, orange. Hier in violett. Sieht auch schön aus. Dann haben wir hier so goldene, tropfenförmige Steinchen. Hier auch in türkis. Violette Steinchen. Hier wieder irisierende Tropfen. Und so in so einem Grünton. Und hier haben wir nochmal so größere Tropfen in violett. Ja. Und auf den Tüten ist durchnummeriert und hier stehen auch dann die Zahlen drauf. Dann weiß man hier, welche Zahl wo drauf kommt. Es sind doch einige Farben. Jetzt schauen wir mal, wie viel. 12 Farben. Ja, 12. 12 Steinchensorten. Das packe ich dann nochmal zusammen wieder. Also einmal die Uhr habe ich bekommen. Uhr, warum sage ich immer Uhr? Die Lampe natürlich. Einmal die Lampe. Und dann haben wir hier eine Koffer. Darüber freue ich mich jetzt sehr. Koffer kann man nie genug haben. Der ist ziemlich dick, ein bisschen dicker als die anderen, die ich normal habe. So, machen wir mal auf. Da sind jetzt Tic-Tac-Dosen drin. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Wie viel sind denn drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16, 20. Das heißt, es ist ein 20er-Köfferchen. Ja. Deswegen ist es auch ein bisschen höher, weil die Tic-Tac-Dosen natürlich ein bisschen höher sind. Ja, sehr gut. Ich benutze ja auch gerne Tic-Tac-Dosen. Also für 20 Farben kann man das benutzen. Dann haben wir hier hinten noch ein Toolkit mit reingelegt bekommen, mit Pinzette, mit Tütchen und Wachsblatt. Und dann haben wir hier noch Etiketten. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 24, 48 Etiketten. Also das reicht eine Weile. Da kann man zwei Bilder bekleben damit. Ja, unsere Etiketten. Ja, schön. Also ich mag eigentlich die Tic-Tac-Dosen, weil da eigentlich auch relativ viel reinpasst. Aber ich bin auch ein Fan von diesen Schraubgläschen, also von diesen Koffern mit diesen Schraubgläschen, weil man, wenn man dann halt mal, also bei mir geht es immer so, ich vergesse öfters mal eine Farbe und dann kann ich das schon rauspicken. Das geht hier bei denen ja nicht. Ja, also sehr, sehr schön. Vielen Dank, DIY Digital Art, für eure Überraschungspost. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr das Paket fandet. Ich habe, wie gesagt, die Preise habe ich euch ja hergeschrieben. Da schaue ich dann nochmal nach, was das kostet auf der Homepage. Und es ist natürlich, wie gewohnt, alles unten verlinkt in der Infobox. Macht da einfach auf, dann kommt ihr direkt zum Shop und zu den Artikeln. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.